Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich lobe Allah subhanahu wa ta'ala und danke ihm und lobpreise ihn dafür, dass er uns Himmel und Erde erschaffen hat und dafür, dass er uns die Nacht zu einem Ort der Ruhe gemacht hat, zu einer Zeit der Ruhe gemacht hat und den Tag uns geschenkt hat, damit wir unserer Versorgung nachgehen können. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns an diesem heutigen Tag versammelt hat, denn ohne ihn hätten wir das nicht zustande bringen können. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu gläubigen Menschen gemacht hat, zu Muslimen auserwählt von allen anderen Menschen. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag der Auferstehung. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch dazugehören lassen. Liebe Geschwister, sich zu amüsieren, sich zu unterhalten, seine Zeit ein bisschen zu vertreiben, indem man sie Zeit genießt, ist eine Angelegenheit, die jeder Mensch natürlicherweise liebt. So sind wir erschaffen worden. Der Mensch natürlicherweise neigt zur Faulheit. Der Mensch natürlicherweise neigt dazu, nichts zu tun. Es ist ihm meistens lieber, als etwas zu tun, was anstrengend ist. Und das ist auch nicht das Problem. Denn wir haben Beweise aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man auch seine Zeit vertreiben darf mit Dingen, die weder Pflicht sind, noch verboten sind. Das heißt, mit Dingen, die mubah sind, erlaubt sind. Nur die Frage ist, wie verbringt man diese Zeit? Und mit wem verbringt man diese Zeit? Und was ist das Ziel? Warum verbringt man diese Zeit auf die Art und Weise? Heute möchten wir uns über einen Hadith unterhalten von Hanzalah ibn Amr radiallahu ta'ala an. Dieser edle Freund des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, er berichtet uns in Sahih Muslim und sagte, wir waren eines Tages beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er uns über die Hölle berichtet. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, er hat uns über das Paradies und über die Hölle berichtet. Er hat uns ermahnt. Als ich dann hinausgegangen bin von seiner Sitzung und nach Hause gegangen bin, habe ich mit meinen Kindern gespielt und meine Zeit mit meiner Frau verbracht. Danach bin ich aus dem Haus hinausgegangen und habe Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu unterwegs getroffen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, O Abu Bakr, ich glaube, ich bin ein Heuchler. Und er sagte wortwörtlich, Hanzalah ist ein Heuchler geworden. Und dann hat er ihm erzählt, warum. Weil er eben beim Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der höchsten Stufe des Iman ist. Und wie es in einer Überlieferung heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns von der Hölle und von dem Paradies berichtet, als ob wir es mit eigenen Augen vor uns sehen würden. Und wenn ich dann hinausgehe aus dieser Sitzung, denke ich an das Diesseits und vergesse vieles von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Daraufhin sagt Abu Bakr, liebe Geschwister, das Gleiche empfinde ich, mir geht es genauso wie dir. Und dann sind sie gegangen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben ihn getroffen. Und dann sagte Hanzalah, O Gesandter Allahs, Hanzalah ist ein Heuchler geworden. Und der Prophet sagte zu ihm, was sagst du da? Daraufhin sagte er ihm das, was passiert ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Hanzalah, mal so und mal so. Wenn eure Herzen immer so wären, wie ihr seid, wenn Allahs gedacht wird, dann würden euch die Engel auf den Wegen mit dem Handschlag begrüßen. In diesem Hadith, liebe Geschwister, gibt es viel Nutzen und viele Punkte, an die wir uns ein bisschen aufhalten sollten, aber da die Zeit natürlich knapp ist, werden wir nur einiges davon anschneiden. Einer der wichtigsten Punkte, liebe Geschwister, ist, deutlich ist der Hadith natürlich in der Hinsicht, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum sich selbst sogar die Heuchelei vorgeworfen haben. Aber das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadithes, das erkennt jeder, der diesen Hadith einmal gelesen hat. Und daran erkennt man, dass egal welche Stufe man erreicht hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, so braucht man sich nicht sicher, seiner selbst sicher sein. Egal wie viel gebetet du hast, egal ob du 5-mal betest oder 50-mal pro Tag betest, auch wenn du jeden Ramadan fastest, auch wenn du die Hajj jedes Jahr vollziehst, du brauchst dir nicht sicher zu sein vor Allahs Strafe, auf gar keinen Fall. Und ihr alle kennt mit Sicherheit
Oder viele von euch die Geschichte von Jureyj, von der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, ein Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala 70 Jahre lang gedient hat. 70 Jahre lang, aber als sie abgewogen worden sind, gegenüber 7 Nächte, die er in Sünde verbracht hat, waren die 7 Nächte schwerer als die 70 Jahre. Und keiner von euch, liebe Geschwister, hat 70 Jahre Ibadah auf dem Konto, egal was er macht. Er wird es niemals zustande bringen können. Deswegen, der gläubige Mensch lässt sich auch nicht in die Irre führen und wird auch nicht überheblich. Denn man sagt, eine gute Tat kann einen sogar dazu bringen, überheblich zu werden. Und eine schlechte Tat kann einen dazu bringen, unterwürfig zu werden. Und das ist richtig. Und das ist gemeint ist damit, wenn man sich selbst lobt durch eine gute Tat, dann kann es sein, dass diese gute Tat schlecht für einen gewesen ist. Und wenn man eine schlechte Tat begeht, ist gemeint hier, dass man danach Tauba macht und Allah subhanahu wa ta'ala sich reuevoll zuwendet, dann war diese schlechte Tat im Nachhinein, im Endeffekt, viel besser für einen gewesen als diese gute Tat. Deswegen, woher weißt du, dass das, was du an Gutem tust, gut oder schlecht für dich ist? Nur Allah weiß es. Und am Ende, sobald du deinen letzten Atemzug gemacht hast, wirst du wissen, ob es gut oder schlecht für dich gewesen war. Liebe Geschwister, aus diesem Hadith lernen wir, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihre Zeit mit dem Propheten verbracht haben, sallallahu alaihi wasallam. Wir heutzutage können unsere Zeit verbringen mit den Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn das sind die Gelehrten. Denn wenn ein Gelehrter dir etwas berichtet über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dann ist es so, als hättest du es von ihm direkt gehört. Liebe Geschwister, aus diesem Hadith lernen wir, dass man ehrlich sein soll zu sich selbst. Und dass Selbsterkenntnis der erste, oder dass man seinen eigenen Fehler einsieht und eingesteht, der erste Weg ist, um sich zu verbessern. Hanzala war nicht hochmütig. Und Hanzala war sich nicht gut genug zu sagen, ich bin ein Heuchler. Und sich selbst der Heuchelei zu bezichtigen. Heuchelei bedeutet nichts anderes, liebe Geschwister, als dass man nach außen hin Gutes zeigt, obwohl im Innersten eigentlich viel Schlechtes ist. Und dass man eigentlich nicht so gut ist, wie man nach außen hin sich zeigt. Man zeigt sich unter den Leuten als gläubiger Mensch, der betet und gottesfürchtig ist und so tut, als würde er den Verbotenen aus dem Weg gehen. Aber wenn er alleine ist, dann macht er vieles von dem, was er nicht machen würde, wenn Menschen in seiner Umgebung sind. Ich sage nicht, wenn er daran denken würde, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn sieht. Insofern, Hanzala radiallahu anhu war sich nicht gut genug einzugestehen, dass er diesen Fehler hatte. Und er war auch sich nicht gut genug hinauszugehen, um sich Mühe zu machen, seinen Fehler zu verbessern. Und das ist einer der wesentlichen Elemente dieses Hadithes. Denn wenn wir schon eingestehen, dass wir Fehler haben, dann lautet der nächste Schritt, wie verbessere ich ihn? Und wenn es um die Seele geht, dann sind natürlich die Gelehrten der Religion die richtige Adresse. Hanzala radiallahu ta'ala anhu hatte das Glück ebenfalls, einen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu treffen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den edelsten von ihnen, und zwar Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Und er hat ihm sich sein Herz geöffnet, damit er schaut, ob sein Freund nicht etwas mehr Wissen hat über den Propheten als er selbst. Er ist also nicht direkt zum Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam. Denn vielleicht hat Abu Bakr, der mit ihm Tag und Nacht zusammen ist, oder sehr oft zusammen ist, besser gesagt, nicht Tag und Nacht, sondern sehr oft mit ihm zusammen ist, vielleicht hat er mehr Wissen über die Religion als er. Und so hat er seinen Bruder gefragt, einen der größten Gelehrten, die wir haben, selbstverständlich, und er wusste nicht mehr als er. Und er hat es eingesehen und hat ihm nicht irgendeine Antwort gegeben, um ihn zufriedenzustellen. Und nicht damit die Leute nicht sagen, Abu Bakr, der wusste keine Antwort darauf, das kann doch nicht sein. Und Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, genauso wie Hanzala, er war sich nicht schade genug, er war sich nicht zu schade dafür, einzugestehen, dass er einen Fehler hat und dass er etwas falsch gemacht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und sie sind beide zu einem Gelehrten gegangen, zum Gelehrtesten der Gelehrten, sallallahu alaihi wasallam, dem Propheten. Ich meine den Gelehrtesten unter den Menschen selbstverständlich. Denn niemand ist wissender und wissensreicher als Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet alaihi salatu wasalam hat ihnen dann ihr verzerrtes Bild ein wenig richtig gerückt und ihnen gesagt, dass es normal ist, dass man einen Teil seiner Zeit im Gedenken Allahs verbringt und einen Teil seiner Zeit auch für Mubah, das heißt erlaubte Dinge, verbringt. Solange das eine nicht überhand nimmt über das andere, dann ist es die Sache kein Problem und dann braucht man sich selbst nicht der Heuchelei zu bezichtigen.
Liebe Geschwister, aus diesem Hadith lernen wir auch, dass der gläubige Mensch zu seinen Eigenschaften, zu seinen vollkommenen Eigenschaften gehört, dass er sich selbst tadelt und niemals denkt, dass er der Beste ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, ich schwöre bei der sich selbst tadelnden Seele. Der gläubige Mensch, wie wir gesagt haben, er glaubt niemals, dass er den Gipfel des Berges erreicht hat. Sondern er denkt immer, dass alle anderen Menschen besser sind als er. Damit möchte ich diese erste Khutbah schließen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Nutzen aus diesen Worten gibt und dass er uns versammelt mit den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem edlen Garten. Liebe Geschwister, alles hochgebührt Allah, dem Herrn der Welt, und Allahs Segen heilen und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, einer der wesentlichen Fehler, die manche Menschen machen, wenn sie ihre Freizeit verbringen, sie verwandeln den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat im Koran, in Surat al-Qasas, dass die Nacht ein Geschöpf Allahs ist, das er gemacht hat, damit man darin Ruhe findet und sich ausruhen kann. Und jeder Mensch weiß, dass der Mensch so erschaffen ist. Die Geschwister, die Nachtschicht arbeiten, auf lange Zeit hinweg wissen, dass es für ihre Gesundheit nicht fördernd ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen so erschaffen, dass er in der Nacht Ruhe braucht. Und den Tag erschaffen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, damit wir darin nach unserer, sinngemäß, damit wir nach unserer Versorgung darin streben. Und wenn man jetzt das eine umdreht mit dem anderen, dann, liebe Geschwister, ist das nicht für einen Menschen gesund. Die Nacht vertreibt man, liebe Geschwister, als gläubiger Mensch mit einer von drei Angelegenheiten, im Wesentlichen. Und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber im Wesentlichen. Die eine ist der Schlaf, zweifellos. Die zweite Sache ist, dass der gläubige Mensch sein Gebet verrichtet. Zum einen das Isha-Gebet, das mitten in der Nacht oder das in der Nacht ist. Oder das Nachtgebet oder ähnliches. Und die dritte Sache ist, er opfert seine Zeiten danach für das Streben nach Wissen, Lesen, sich informieren, über seine Religion sich weiterbilden, solange das ihn nicht von Pflichten abhält, wie dem Morgengebet oder anderen Pflichten, die ihm auferlegt worden sind. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt zwei Gunsterweisungen Allahs, hinsichtlich derer sich viele Menschen selbst betrügen. Das ist einmal die Freizeit und zum anderen die Gesundheit. Viele Menschen, sie haben Freizeit und nutzen sie leider nicht und betrügen sich damit selbst. Warum? Weil das zu ihrem eigenen Nachteil sein wird. Es wird eine Zeit kommen, wo du diese Zeit nicht mehr hast und du weißt, dass der gläubige Mensch sein Startkapital, sein Kapital schlechthin ist die Freizeit. Die Freizeit, solange er Zeit hat, kann er Gutes tun, kann er bereuen, kann er Allah anbeten. Sobald seine Zeit abgelaufen ist, wird er diese Zeit nie wieder bekommen. Und deswegen betrügt er sich selbst, wenn er diese Zeit hinausschiebt und er denkt, später, wenn ich älter werde, später werde ich Gutes tun, später werde ich das machen und dies machen, wie ihr sicherlich viele von euch wisst. Die zweite Sache ist die Gesundheit. Viele Menschen, die heute krank sind, sagen, wenn ich gesund wäre, dann würde ich das und das und das machen. Und liebe Geschwister, die meisten von euch oder jeder von uns ist nicht komplett krank, sondern jeder von uns hat Gesundheit von Allah subhanahu wa ta'ala geschenkt bekommen, mehr als dass er von Gesundheit weggenommen worden ist. Deswegen alles, was du genießt, jetzt gerade in diesem Augenblick an Gunsterweisung Allahs, das ist keine Selbstverständlichkeit. Du hast nichts dafür getan, dass man dir dein Augenlicht gegeben hat und du hast nichts dafür getan, dass man dir deine Hände gegeben hat und so weiter und so fort. Nutz das aus, bevor ein Tag kommt, an dem du spätestens, wenn du gestorben bist, diese Gunsterweisung Allahs nicht mehr nutzen kannst. Liebe Geschwister, das meine ich besonders auf die Freizeit bezogen, am Wochenende. Jetzt sind die Ferienzeiten, bald kommen die Ferienzeiten, dass man nicht seine 1-2 Monate einfach vergeudet, indem man den Tag zur Nacht macht, die Nacht zum Tag und nimmt dann und seine Zeit vergeudet mit den Leuten, die Nacht durchmacht und alles, liebe Geschwister. Manche Geschwister, sie nutzen ihre Freizeit aus und mit dem Koran. Und die beste Möglichkeit, wie man seine Zeit nutzen kann, ist der Koran, indem man ihn liest, indem man ihn versteht, indem man ihn lernt, indem man ihn lehrt, indem man ihn sich verinnerlicht und vieles andere, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch immer zum Guten leiten. Die letzte Angelegenheit möchte ich euch daran erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, haben Sie etwa Teilhaber, die ihn gesetzlich gemacht haben von Allahs Religion, was Allah nicht erlaubt hat? In der Religion, liebe Geschwister, darfst du wieder deine Hand heben. Und was im Sinne des Wortes, im Gebet, darfst du deine Hand nur heben, wenn du einen Beweis davon hast vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du darfst dich nur zum Boden begeben im Gebet, wenn du einen Beweis hast vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du darfst deinen Mund beim Gebet nur aufmachen, wenn du einen Beweis hast vom Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Und du darfst im Gebet nur das sagen, wenn du wofür es einen Beweis gibt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. In der Religion, liebe Geschwister, sind deine Hände komplett gebunden, bis du eine Erlaubnis hast von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen darf niemand einem anderen vorschreiben, etwas ohne einen Beweis zu haben. Niemand darf einem anderen sagen, diese Nacht sollst du feiern. Du sollst so und so viel Dhikr sagen. Du sollst so und so viel Gebete verrichten. All dies darf man niemanden aufzwingen und Pflicht machen. Und ebenso, liebe Geschwister, darf man nichts Neues erfinden. Kein Mensch darf sagen, in dieser Nacht so und so, und das ist eine aktuelle Angelegenheit, deswegen spreche ich das an, weil manche Leute, sie feiern die Nacht- und Himmelsreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht einmal gefeiert hat und seine Freunde ebenfalls nicht gefeiert haben. Deswegen, was für einen Sinn macht es, dass du etwas machst, was der Prophet nicht gemacht hat? Denkst du etwa, es ist etwas Gutes? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gute nicht getan. Und Malik rahimahullah ta'ala sagte, der Imam von Medina, ein Imam für Ahl Sunnah, sagte radiallahu ta'ala anhu, was früher nicht Teil der Religion war, wird heute auch nicht mehr Teil der Religion sein. Und deswegen, liebe Geschwister, bis zum jüngsten Tag bleibt unsere Religion, wie sie ist. Sie wird nicht verändert und deswegen steht es niemandem zu, etwas gesetzlich zu machen. Das heißt, eine Art zu erfinden, wie man Allah anbetet und sich ihm näher kommt, es sei denn, man hat dafür einen klaren Beweis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen für das öffnet und dass man sich an das festhält, was man die ganze Zeit vielleicht gelernt hat und falsch gemacht hat und deswegen das Herz eng wird und die Brust eng wird und man nicht vielleicht auch eine andere Meinung anhören möchte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa aqim as-salam.